wie habe ich mein Ankommen am ersten Tag hier wahrgenommen? Dann habe ich zuerst geguckt, wie riesig das hier alles ist. Da war ich schon erstmal geschockt. Man sieht die neuen Arbeitskollegen. Natürlich ist man mit einem sehr aufgeregten Gefühl hier in das Gelände hineingekommen. Ich war sogar schon eine halbe Stunde vor dem Treffpunkt hier. Man hat dann schon erstmal geguckt, wo man hier überhaupt ist. Als dann unsere Betreuerin das erste Mal kam, da wurde ihm schnell die Aufregung genommen. Es ging eigentlich gleich Schlag auf Schlag los. Und erstmal alles so gezeigt wurde. Dann hat man sich schon mal verirrt. Man wird einfach herzlich aufgenommen. Sodass sich eigentlich die Aufregung ja, schnell gelegt hatte. Mich halt am meisten interessiert hat, war dann, als wir dann mal im Rheinraum waren und auch alles gesehen haben, wie das dann so automatisch funktioniert. Man lernt viel. So mein Tipp für euch ist ganz einfach, in der ersten Woche ein bisschen Durchhaltevermögen zu zeigen. Die Leute sind einfach super freundlich und versuchen immer, einem was beizubringen. Ihr findet euch da immer besser und ganz gut rein. Also ein Tipp von mir an euch ist, freut euch. Es ist wie eine Familie. Ihr werdet auch was fürs Leben lernen und halt die Personen kennenlernen und das macht schon Spaß. Wenn ihr Fragen habt, Probleme oder ähnliches, kommt einfach zu uns. Wir helfen euch immer gern. Ich bin Maximilian Thümmler. Ich bin Mechatroniker-Azubi und komme jetzt ins zweite Lehrjahr. Hallo, ich bin Philipp. Ich bin Mikrotechnologe im dritten Lehrjahr und habe noch zwei Schichten, dann bin ich ausgelernt. Ich bin Kevin Schmidt. Bin erstes Lehrjahr hier als Mechatroniker. Ja, also ich bin Erik Metzdaff, Opa des ersten Lehrjahres, Mechatroniker. Jawohl, Alter, hoch! Jawohl!